Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem Video über das, was uns dieses Jahr ganz besonders bewegt, nämlich über den Virus. In the beginning, I want to mention that there is a dubbed English version of this video available. The link is in the video description. Noch eine weitere Anmerkung sei gestattet. Da das Video recht lang wird, werde ich in der Videobeschreibung Sprungziele zu den einzelnen Unterkapiteln anbieten. Wer nur Teile des Videos sehen möchte, mag diese nutzen. Im Dezember 2019 wurden chinesische Ärzte in der Millionenstadt Wuhan auf eine neuartige Lungenentzündung aufmerksam. Zunächst ignorierten die lokalen Behörden diese Krankheit und mahnten die Ärzte ab, die Informationen über diese Krankheit im Internet und lokalen Foren weiter verbreitet hatten. Dann aber konnte diese Krankheit nicht mehr ignoriert werden, die immer weiter um sich griff. Es wurden Städte und Landkreise abgeriegelt. Die weltweite Ausbreitung konnte aber dennoch nicht verhindert werden. Das lag zum einen an den Eigenschaften des Virus, zum anderen an den teils trägen und falschen Entscheidungen von Regierungen. In diesem etwas längeren Video möchte ich auf alles im Umfeld dieser neuen Krankheit eingehen. Zunächst werde ich die grundlegenden Eigenschaften von Viren darlegen. Ich werde erläutern, was Viren sind und wie sie sich verbreiten, wie zerstörerisch und wie ansteckend Viren sind. Was sind exponentielle Ausbreitung, Verdopplungszeit und Infektiosität? Was ist Herdenimmunität? Ich möchte aufzeigen, wie unterschiedlich Regierungen auf den Virus reagiert haben, was die Weltgesundheitsorganisation WHO für Maßnahmen ergriffen hat. Ich werde erläutern, wie man Tests, Medikamente und Impfstoffe entwickelt. Ich werde diskutieren, wann wir die Gefahr überwunden haben. Einige Menschen sagen, den Virus gebe es gar nicht. Er sei eine Erfindung der Regierung, um die Grundrechte der Menschen zu beschneiden. Ihr werdet später von mir eine Möglichkeit genannt bekommen, wie man unterscheiden kann, ob der Virus real existiert oder nur eine Erfindung ist. Zunächst müssen wir uns aber generell über Viren unterhalten. Die Lebewesen auf der Erde werden in unterschiedliche Reiche eingeteilt. Da gibt es zum einen das Tierreich, das Pflanzenreich, das Reich der Pilze, das Reich der Bakterien. Das sind so in etwa die Reiche, die einem auf Anhieb einfallen. Die Wissenschaft unterteilt ein bisschen anders. Sie unterteilt in Bakterien, Archaeen und Eukaryoten. Archaeen sind Einzeller wie die Bakterien, unterscheiden sich aber in wichtigen Punkten von jenen. Eukaryoten haben einen echten Zellkern und eine komplizierte innere Gliederung der Zelle. Hierunter fallen alle übrigen Lebewesen wie Tiere, Pflanzen, Pilze, Algen und andere. Eine wichtige Eigenschaft von Lebewesen ist, dass sie sich fortpflanzen können. Dabei ist es egal, ob diese Fortpflanzung durch Zellteilung passiert, wie beispielsweise bei Bakterien, ob die Fortpflanzung durch Sprossung geschieht, wie bei manchen Pflanzen und Pilzen, ob die Lebewesen sich sexuell vermehren, indem männliche und weibliche Fortpflanzungszellen sich zu einem neuen Lebewesen vereinen, oder ob es durch Mischformen geschieht. Lebewesen können sich immer von selber vermehren. Viren sind etwas anderes. Sie können sich nicht selber vermehren. Also sind es streng genommen keine Lebewesen. Viren verbreiten sich auf eine ganz andere Weise. Sie benötigen andere Zellen, um sich zu verbreiten. Es gibt eine unendliche Zahl von Viren auf der Erde. Sie haben sich an alle möglichen Arten von Lebewesen angepasst. Es gibt Viren, die Bakterien befallen, andere befallen Pflanzen, wieder andere Tiere. Bei der Fortpflanzung gehen sie immer nach der gleichen Methode vor. Trifft ein Virus auf eine Zelle, an die er angepasst ist, dann dockt er mit bestimmten Molekülen auf seiner Oberfläche an die Zelle an. Anschließend wird, mit Hilfe von anderen Molekülen, ein Loch in die Zellmembran geschnitten. Der Virus schleust durch dieses seinen Inhalt und somit auch sein Erbgut in die Zelle ein. Wieder mit Hilfe von weiteren Molekülen wird die Zelle gezwungen, die Erbinformation des Virus herzustellen. Sie stellt außerdem noch die Virushüllen her und die anderen Moleküle, die der Virus braucht, um sich an neue Zellen anzudocken und sie zu versklaven. Schließlich ist die Zelle voll von neuen Viren, sie stirbt und eine große Zahl von Viren wird in die Umgebung abgegeben. Da Viren ihre Wirtszellen zerstören, sind sie für diese Zellen schädlich. Einzellige Lebewesen werden von den Viren zerstört. Mehrzellige Lebewesen wie Pflanzen oder Tiere werden krank, wenn die Viren deren Zellen attackieren. Während Bakterien bereits 1676 von Antoni van Leeuwenhoek beschrieben wurden, der sie mit Hilfe von selbstgebauten Mikroskopen entdeckt hatte,
wurden Viren viel später entdeckt. Die Ursache liegt darin, dass die meisten Viren zu klein sind, um in Lichtmikroskopen gesehen zu werden. Um 1890 wurde entdeckt, dass sich die Mosaikkrankheit von Tabakpflanzen durch einen Extrakt aus kranken Pflanzen auch auf gesunde übertragen lässt, ohne dass Bakterien in diesem Extrakt sind. Erst 1935 wurde der Tabakmosaikvirus entdeckt. Diese Krankheit des Tabaks kann auch andere Pflanzen befallen, allerdings keine Tiere, denn die Struktur von Tieren und Pflanzen ist doch sehr unterschiedlich. Wenn Erreger, die eine Art von Lebewesen befallen, auf eine andere Art überspringen, so nennt man das eine Zoonose. Solche Zoonosen gibt es schon lange. Nicht nur bei Viren ist das bekannt. Normalerweise sind Viren, die von einem Tier auf den Menschen übergehen, nicht problematisch. Denn den tierischen Viren fehlen die Werkzeuge, um in eine menschliche Zelle einzudringen. Allerdings können Viren durch Mutationen zufällig diese Werkzeuge bekommen. Außerdem können Viren untereinander genetische Bausteine austauschen. Wenn also ein Mensch an einem Virus erkrankt ist, wenn er beispielsweise einen harmlosen Schnupfen hat und dann Viren tierischen Ursprungs zufälligerweise im menschlichen Körper sind, dann können beide ihre Erbinformationen austauschen. Dann entsteht eventuell ein neuer Virus, auf den das menschliche Immunsystem nicht vorbereitet ist. Aber es ist auch nicht sicher, ob der neue Virus dann im Menschen überleben kann, ob er sich anschließend weiter verbreiten kann und vieles mehr. Diese Vorgänge passieren somit sehr selten, zum Glück. Je enger und dichter Menschen und Haus- oder Wildtiere zusammenleben, umso wahrscheinlicher sind solche Zoonosen. Ich lebe hier in meiner Wohnung ohne Haustiere und bin daher ziemlich sicher vor solchen Überraschungen. Aber Menschen, die Haustiere haben, mit Nutztieren hantieren, sie züchten oder mit ihnen handeln, Menschen, die Wildtiere jagen und deren Fleisch essen, sind da schon gefährdeter. Je näher die Tiere mit den Menschen verwandt sind, umso wahrscheinlicher ist, dass eine Zoonose erfolgreich ist. Dass Viren von Säugetieren auf Menschen übergehen, ist somit deutlich wahrscheinlicher, als dass wir Viren von Eidechsen oder Fischen bekommen. Eine Familie von Viren sind die Coronaviren. In dieser gibt es zahlreiche Spezies. 7 davon können auch den Menschen befallen. Humanes Coronavirus 229e. Der Virus ist Auslöser von Erkältungen. Humanes Coronavirus NL63. Dieser wurde erstmals 2004 in den Niederlanden bei einem Baby identifiziert. Der Virus ist aber weltweit verbreitet und zirkuliert seit Hunderten von Jahren im Menschen. Die beiden letztgenannten Viren sind miteinander verwandt und trennten sich vor etwa 1000 Jahren. Humanes Coronavirus OC43. Dieser Virus besteht aus 4 Unterarten, die sich in den 1980er und 90er Jahren auseinander entwickelten. Eine dieser Unterarten wurde erst 2006 entdeckt. Humanes Coronavirus HKU1. Dieser Virus wurde erstmals 2005 in Hongkong entdeckt. Er ist aber weltweit verbreitet und schon früher entstanden. Er ist von Mäusen auf den Menschen übergesprungen. MERS-CoV. Er wurde 2012 in London an Erkrankten aus Saudi-Arabien entdeckt. Er ist von Fledermäusen über Kamele auf Menschen übergesprungen. SARS-CoV-1. Der SARS-Virus ist erstmals im November 2002 in Guangdong in China aufgetreten. Wahrscheinlich ist er von Fledermäusen über Larvenroller auf den Menschen übergesprungen. SARS-CoV-2, der Auslöser der aktuellen Pandemie Covid-19. Die Entstehung des aktuellen Virus ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Wahrscheinlich spielen hier aber wieder Fledermäuse eine große Rolle. Ein weiterer Zwischenwirt könnten Pangoline sein. Es gibt Vorwürfe, dass der Virus von Menschenhand erschaffen wurde. Entweder sollen angeblich amerikanische Agenten den Virus in Wuhan ausgesetzt haben, oder den Chinesen ist ein Laborexperiment misslungen und der Virus in die Umgebung gelangt. Diese Thesen wurden aber inzwischen sowohl von amerikanischen Wissenschaftlern als auch deutschen Virologen ins Reich der Fabel verwiesen. Es muss von einem natürlichen Vorgang ausgegangen werden. Natürlich hat der Mensch gewissermaßen Schuld, weil er unabsichtlich die Möglichkeiten geschaffen hat, dass sich der Virus entwickeln konnte. Mithilfe von Genanalysen kann man die Verwandtschaft von Lebewesen untereinander bestimmen. Beispielsweise kann mit einer solchen die Vaterschaft eines Mannes sehr genau ermittelt werden. Das gleiche gilt für Viren.
Auf der Seite NextStrain.org werden neben anderen die Genanalysen der Virusproben von Covid-19 veröffentlicht. Aus der Zahl der Mutationen kann man das Verwandtschaftsverhältnis der einzelnen Proben ermitteln. Man kann aus den Abbildungen ersehen, dass der gemeinsame Vorfall aller Virusproben Anfang Dezember 2019 existiert haben muss. Also muss die Erstinfektion eines Menschen, die Zoonose, bereits früher stattgefunden haben. Wahrscheinlich ist ein Zeitraum Ende November 2019 realistisch. Einige Veröffentlichungen in der letzten Zeit gehen sogar von einer noch früheren Erstinfektion aus, da es bereits im Dezember auch in Europa zu häufigeren Lungenentzündungen gekommen sein soll. Die Inkubationszeit ist die Zeit zwischen Ansteckung und Erkrankung. Sie liegt nach Angaben des RKI bei 1 bis 10 Tagen, mit einem häufigsten Wert zwischen 5 und 6 Tagen. Die Infektiosität beginnt schon bevor der Erkrankte Symptome zeigt. Nach dem RKI beginnt die Infektiosität bereits bis zu 2 Tage eher als die Symptome. Die größte Infektiosität liegt am Tag vor Symptombeginn. Dieser Fakt führt dazu, dass Covid-19 schwer einzudämmen ist. Öffentliches Fiebermessen am Flughafen bringt daher nicht unbedingt etwas. Wenn man sich krank fühlt und hat am Vortag eine Karnevalssitzung besucht, so kann ein Großteil der anderen Gäste auch bereits infiziert sein. Hierin unterscheidet sich Covid-19 von SARS, bei dem eine Ansteckung anderer erst nach Symptombeginn möglich war. Deswegen konnte SARS auch relativ leicht eingedämmt werden. Das ist bei Covid-19 nicht so einfach möglich. Ein Covid-19-Erkrankter steckt etwa 3 Personen an. Das ist die berühmte Basisreproduktionszahl R0. Diese ist von Virus zu Virus verschieden. Bei Masern liegt sie beispielsweise bei 12 bis 18, was den höchsten Wert aller Viren darstellt. Die Rate für die sehr tödliche, auch von einem Coronavirus ausgelöste MERS-Krankheit liegt bei deutlich unter 1, was bedeutet, dass MERS sich kaum ausbreiten kann. Die Infektionsrate ist natürlich nur eine durchschnittliche Größe. Ein Covid-19-Erkrankter steckt durchschnittlich etwa 3 Personen an. Natürlich gibt es eine gewisse Streuung. Es gibt Kranke, die niemanden anstecken, weil sie in ihrem hochinfektiösen Zeitraum keinen näheren Kontakt zu anderen Menschen haben. Andererseits gibt es Menschen, die Veranstaltungen, beispielsweise Karnevalssitzungen oder Volksfeste besucht haben und dabei hochinfektiös waren. Das sind die sogenannten Superspreader. Die Variabilität der Infektionsrate wird durch den Dispersionsfaktor beschrieben. Liegt er bei 1, stecken alle Menschen gleich viel an. Liegt er bei nahe 0, so gibt es sehr große Unterschiede und sehr wenige Superspreader. Die Bekämpfung einer Viruskrankheit gestaltet sich einfacher, wenn es wenige Superspreader gibt und man die meisten Kontakte dieser Menschen ermitteln kann. Zum Glück liegt der Dispersionsfaktor von Covid-19 näher bei 0 als bei 1. Die Sterblichkeitsrate ist sehr vom Alter abhängig. Während sie bei Kindern und Jugendlichen weit unter 1% liegt, steigt sie bei 60- bis 70-Jährigen auf etwa 5, bei 80-Jährigen auf vielleicht 20%. Dennoch sterben auch Kinder. Die Schlagzeile "sogar eine 13-Jährige an Covid gestorben" ist eigentlich keine Sensation, denn bei einer Sterblichkeitsrate von 0,1% stirbt halt von 1000 Kindern statistisch gesehen eines. Bei 80-Jährigen sterben allerdings 200 von 1000 Menschen, das ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Es gibt auch Diskussionen darüber, ob man Menschen unterschiedlich zählen soll, wenn sie an oder mit Covid-19 verstorben sind. Denn es wird behauptet, dass der Virus doch nicht so gefährlich ist, weil angeblich nur wenige direkt an Covid-19 versterben. Dazu muss man sagen, dass es Viren gibt, die sehr tödlich sein können, auch wenn niemand an ihnen stirbt. So stirbt wohl nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Menschen direkt an AIDS, wenn überhaupt. Da der Virus das Immunsystem befällt, sind die Erkrankten dann allerdings sehr empfänglich für Sekundärinfektionen, an denen sie dann letztendlich versterben. Herdenimmunität. Dieser Wert zeigt an, wie viele Menschen immun sein müssen, damit sich der Virus nicht weiter ausbreiten kann. Er lässt sich relativ leicht aus der Infektionsrate berechnen. Bei Covid-19 stecken sich etwa 3 Menschen an einem Infizierten an. Wenn aber 3 von 4 Menschen immun sind, 75%, dann kann sich der Virus statistisch gesehen nicht mehr ausbreiten. Immun kann man entweder werden, wenn man die Krankheit schon überstanden hat, oder wenn man sich impfen lässt. Gegen Covid gibt es noch keine Impfung. Bei Masern gibt es eine Impfung. Wenn man da eine Infektionsrate von 15 annimmt, liegt die Herdenimmunität bei 93 bis 94%.
Gegen Masern kann man sich impfen lassen. Wenn 94% der Bevölkerung geimpft sind, dann sind die anderen 6% auch weitestgehend vor Masern geschützt. Der Verdopplungszeitraum gibt an, nach wie vielen Zeiteinheiten sich die Zahl der Krankheitsfälle bei einem exponentiellen Wachstum verdoppelt. Die genaue Formel ist kompliziert. Man kann diesen Verdopplungszeitraum allerdings mit einer einfachen Formel abschätzen. Hat man nach einer Zeiteinheit beispielsweise 10% mehr Fälle, so teilt man 70 durch diese Prozentzahl und erhält die Zahl der Zeiteinheiten, nach der die Fallzahl verdoppelt wurde, in diesem Beispiel 7. War die Zeiteinheit ein Tag und wurden am 1. Tag 100, am 2. Tag 110 Infizierte registriert, so sind es nach 70 durch 10, 7 Tagen, 200 Infizierte. Waren es nach einem Tag 7% mehr, so erhält man einen Verdopplungszeitraum von 10 Tagen. Erste Symptome bei Covid-19. Manchmal erkrankt man, ohne irgendwelche Symptome zu haben. Ansonsten sind die Symptome oft relativ unspezifisch und ähneln denen einer Erkältung oder einer Grippe. In diesem Zeitraum ist hauptsächlich der Rachen betroffen. Ein Symptom scheint allerdings in 80% der Fälle aufzutreten und ist relativ typisch. Man verliert für eine gewisse Zeit, 1 bis 2 Tage, den Geruchs- und Geschmackssinn. Bemerkt man dieses Symptom, so ist man mit großer Wahrscheinlichkeit an Covid-19 erkrankt. Bei den sogenannten milden Fällen besiegt das Immunsystem anschließend die Krankheit. Wenn das Immunsystem bis dahin nicht mit der Krankheit fertig geworden ist, wandern die Viren im späteren Verlauf nach einigen Tagen in die Lunge. Dort wird dann eine Lungenentzündung ausgelöst. Dann wird man in der Regel bald ins Krankenhaus gehen müssen. Später kann es zu Überreaktionen des Immunsystems kommen, was als Nebenwirkung die Lungenbläschen schädigen kann. Ferner kann es zusätzlich zu einer bakteriellen Infektion der Lunge kommen, weswegen eine vorbeugende Impfung gegen Pneumokokkenbakterien für Risikopatienten sicher angezeigt ist. Eventuell werden auch weitere Organe vom Virus befallen. Ob der Virus das Versagen von anderen Organen wie der Niere direkt verursacht oder ein überdreht arbeitendes Immunsystem dafür verantwortlich ist, dürfte den Kranken eher egal sein. Nach einer Ansteckung mit dem Virus wird man durchschnittlich nach 5 bis 6 Tagen krank. Bereits nach 3 bis 4 Tagen kann man infektiös sein. Nach 9 bis 10 Tagen setzt die Pneumonie ein. Nach 10 bis 13 Tagen muss der Patient ins Krankenhaus. Nach 12 bis 14 Tagen setzt Lungenversagen ein und man kommt in die Intensivstation. Die Dauer des Krankenhausaufenthalts beträgt im Schnitt 10 Tage. Diese Angaben wurden in chinesischen und deutschen Studien ermittelt und stehen im Covid-19-Steckbrief des Robert-Koch-Instituts RKI. Um sich zu infizieren, muss der Virus über Mund, Nase oder auch Augen in den Körper gelangen. Man kann sich auf unterschiedlichen Wegen mit dem Virus infizieren. Die Infizierung ähnelt der von Influenza- oder Erkältungsviren. Nach Angaben des Virologen Dr. Drosten im Corona-Podcast kann man ungefähr von dieser Häufigkeit der Ansteckung ausgehen. 40-45% Tröpfcheninfektion, 40-45% Aerosolinfektion und 10-20% Kontaktinfektion. Beim Sprechen, Niesen oder Husten werden Tröpfchen aus dem Mund- und Rachenraum an die Umgebung abgegeben und treffen die daneben stehenden Personen oder Gesprächspartner eventuell ihre Lippen oder den Nasenbereich. Wenn man die Tröpfchen daran hindert, beim Niesen oder Husten aus dem Mund in die Umgebung zu gelangen, ist schon viel gewonnen. Man sollte in die Armbeuge niesen oder husten. Eine Gesichtsmaske vermindert auch die Abgabe von Tröpfchen beim Sprechen. Ferner ist ein größerer Abstand der Personen sehr hilfreich. Aerosolinfektion. Manche Tröpfchen sind so fein, dass sie noch einige Zeit in der Luft schweben. Je leichter, umso länger. Die im Raum befindlichen Personen können so den Virus einatmen. Mit der Zeit, vielleicht nach einigen Minuten, trocknen die Tröpfchen aus und die Viren sterben ab. Neben den bei der Tröpfcheninfektion genannten Maßnahmen hilft hier eine gute Durchlüftung des Raumes, in dem man sich trifft oder begegnet. So werden die Aerosole im Raum besser verdünnt, sodass hohe Konzentrationen vermieden werden. Noch besser sind Begegnungen im Freien. Virusmaterial, das auf der Hand sitzt, kann beim Anfassen von Türgriffen, Haltestangen in öffentlichen Verkehrsmitteln, der Computertastatur oder Maus oder anderen Gegenständen auf diese gelangen und dort eventuell mehrere Stunden verbleiben.
Das Händeschütteln überträgt den Virus recht effektiv von einem Menschen zum anderen. Die Personen, die danach diesen Gegenstand anfassen, können sich infizieren, wenn sie sich anschließend mit dieser Hand ins Gesicht fassen. Das Berühren von kontaminierten Gegenständen lässt sich meist nicht vermeiden. Man sollte es aber unter allen Umständen vermeiden, sich mit der Hand dann anschließend ins Gesicht zu fassen. Manchmal geschieht das aber unterbewusst. Da sind psychologische Tricks eine gute Hilfe. Man kann die Hände in der Hosentasche behalten, sich Handschuhe anziehen und anderes. Das dient nur dazu, sein Unterbewusstsein zu überlisten. Wenn man die Gelegenheit hat, die Hände mit Wasser und Seife zu waschen, sollte man es tun. Eine Händedesinfektion schadet nie. Gemeinsam benutzte Telefone, Tastaturen und Computermäuse können desinfiziert werden. Im Stuhl wird zum Teil eine große Menge an Virusmaterial analysiert. Das Virusmaterial gelangt offenbar aus dem Rachen beim Schlucken über den Verdauungstrakt in den Stuhl. Allerdings ist dieses Virusmaterial nicht mehr ansteckend. Im Gegensatz dazu war der SARS-Virus auch über den Stuhl ansteckend. Der Virus lebt im Atemtrakt. Eine Übertragung von Covid-19 über das Blut geschieht nicht. Der AIDS-Virus und der Ebola-Virus können sich hingegen sehr effektiv über das Blut verbreiten. Am 5. Januar veröffentlichte die WHO einen ersten Bericht. In diesem wird gesagt, dass am 31.12.2019 das WHO-Büro in China über Lungenentzündungen unbekannter Herkunft in Wuhan informiert wurde. Bis zum 3.1.20 waren es 44 Personen infiziert. Der offenbar als Quelle fungierende Markt in Wuhan wurde am Neujahrstag geschlossen. Nach Berichten über den vorletzten Coronavirus MERS, über Ebola und über Masern folgte der nächste Bericht zu dem neuen Virus am 12. Januar. Nach weiteren Kurzberichten wurde der erste spezielle tägliche Situationsbericht für Covid-19 am 21.01. herausgegeben. Am 7.01. isolierten die Wissenschaftler in China eine neue Art aus der Gruppe der Coronaviren, die für die Krankheit verantwortlich gemacht wird. Am 12.01. veröffentlichte China die Gensequenz des Virus, damit alle Länder diese zur Entwicklung von Diagnosekits benutzen können. Die ersten ausländischen Fälle traten am 13.01. in Thailand, am 15.01. in Japan und am 20.01. in Korea auf. Insgesamt waren bis zum 20.01. 282 bestätigte Fälle gemeldet, davon 278 in China. 6 Menschen waren bis zu diesem Tag in Wuhan gestorben. Am 22.01. wurden die ersten Mensch-zu-Mensch-Übertragungen von Covid-19 in China bestätigt. Am 23.01. konnte sich das Notfallkomitee der WHO noch nicht darauf einigen, einen internationalen Gesundheitsnotstand auszurufen. Das geschah am 30. Januar. Am 11.03. wurde Covid-19 zur Pandemie erklärt. Berichte früherer Infektionen finden sich in einer Informationsseite des RBB Berlin-Brandenburg. Nachdem China die Gensequenz des Virus am 12. Januar veröffentlichte, konnten Tests entwickelt werden. Eine Nachweismethode ist das PCR-Verfahren, Polymerase Chain Reaction oder Polymerase Kettenreaktion. Dabei werden aus dem Rachenraum, dem Hustenauswurf oder dem Stuhl Proben entnommen und verschiedenen Tests unterzogen, die bestimmte Gensequenzen des Virus anzeigen. Der Test läuft in 3 Stufen ab. Die erste Stufe stellt fest, ob der Virus ein Gen eines Coronavirus hat. In 2 weiteren Stufen werden 2 weitere Gene getestet, die für SARS-CoV-2 charakteristisch sind. Mittels Genomanalysen kann der Virus exakt bestimmt werden. Auch Mutationen sind erkennbar. Allerdings ist dieses Verfahren recht aufwendig. Es sind anschließend auch Schnelltests entwickelt worden, die ähnlich wie ein Schwangerschaftstest eine Infektion mit dem Virus anzeigen. Je schneller eine Methode ist, umso ungenauer ist sie allerdings auch. Indirekt lässt sich der Virus auch über die vom Immunsystem gebildeten Antikörper im Blut nachweisen. Darunter sind der Lateral Flow Test oder der ELISA Test. Antikörper werden gebildet, wenn man sich infiziert hat. Sie sind auch noch längere Zeit nach der Infektion nachzuweisen. Die Funktionsweise der Tests zu erklären, erspare ich mir an dieser Stelle. Es gibt bestimmte Eigenschaften des Virus und der Antikörperbildung, die bei diesen Tests beachtet werden müssen. Nach der Infektion befällt der Virus zunächst die oberen Luftwege, deswegen ist er im Rachen zu Beginn gut nachzuweisen.
Nach einiger Zeit wandert der Virus in die unteren Luftwege und die Lunge. Abstriche aus dem Rachenraum können dann sogar negativ sein, obwohl der Patient Krankheitssymptome zeigt. Auch im Stuhl ist der Virus gut nachzuweisen. Allerdings sind die Viruspartikel dort nicht mehr infektiös. Mit der Infektion springt das Immunsystem an. Es werden zwei Arten von Antikörpern gebildet. Eine Sorte Antikörper ist nicht für lange Zeit im Blut nachweisbar, eine zweite Sorte hingegen für mehrere Wochen oder Monate. Aber auch diese werden nach dieser Zeit immer seltener nachweisbar sein. Das bedeutet nicht, dass der Mensch jetzt nicht mehr immun wäre, denn neben Antikörpern hat das Immunsystem noch andere Waffen. Diese dienen auch sozusagen als Langzeitgedächtnis. Seit April 20 sind diese Antikörpertests entwickelt worden. Sie können dazu genutzt werden, nachzuweisen, ob Menschen schon eine Infektion durchgemacht haben. Wegen der häufig sehr milden oder gar unbemerkten Verläufe sind mit Sicherheit schon mehr Menschen angesteckt worden, als in den offiziellen Statistiken geführt werden. Man kann also mit Hilfe des Antikörpertests abschätzen, wie groß die Dunkelziffer ist. Allerdings können auch andere Coronaviren mit diesem Test wechselwirken, sodass er eine überstandene Erkrankung anzeigt, wo keine war. Das sollte aber inzwischen eher seltener passieren, denn die anderen Coronaviren sind vorzugsweise in der kälteren Jahreszeit für einige Erkältungen und grippale Infekte verantwortlich. Die Entwicklung der PCR-Tests geschah am schnellsten. Die Antikörpertests waren der nächste Schritt. Hier musste nur die Zuverlässigkeit abgeklärt werden, denn mit diesen Tests kann man keine Menschen schaden. Schwieriger ist es allerdings, Medikamente zu finden, die die Krankheit heilen können. Noch schwerer ist es, Impfstoffe gegen den Virus zu entwickeln, denn da geht es nicht mehr nur darum, dass Medikamente und Impfstoffe den Virus bekämpfen oder vor einer Infektion schützen sollen. Sie dürfen den Menschen auch nicht schaden. Deswegen werden zunächst Versuche an Tieren durchgeführt. Dann werden an wenigen Patienten Medikamente oder Impfstoffe erprobt. Anschließend muss in klinischen Studien mit einer repräsentativen Auswahl und Anzahl die Wirksamkeit festgestellt werden. Erst dann können Medikamente oder Impfstoffe auf den Markt gebracht werden. Wie schwierig die Entwicklung von Impfstoffen ist, sieht man am AIDS-Virus, HIV, für den es immer noch keine Impfung gibt. Dieser versteckt sich allerdings auch in menschlichen Immunzellen und ist daher schwer fassbar. Optimistische Schätzungen sagen ein Medikament im Herbst oder Winter 20 und einen Impfstoff im Frühjahr 21 vorher. Mindestens bis dahin müssen wir uns noch mit dem Virus herumschlagen. Eine Frage müssen wir ja noch beantworten. Wie kann man unterscheiden, ob der Virus eine Erfindung der Mächtigen ist oder nicht? Der Mathematiker und Spieltheoretiker Professor Christian Rieck hat in einem seiner Videos gezeigt, dass man in den Ergebnissen keinen Unterschied zwischen einem Fake und erfolgreichem Handeln erkennen kann. Wenn die Regierung, ob absichtlich oder durch einen glücklichen Zufall, sei mal dahingestellt, die richtigen Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus getroffen hat, ist das Ergebnis das gleiche, als wäre der Virus nur ein Hirngespinst. Einer meiner Abonnenten, Papa Frank, danke dafür, hat mich auf ein sehr schönes Video von Samuel Eckert aufmerksam gemacht. In seinem Video zeigt er unter anderem eine Grafik der wöchentlichen Sterbedaten aus Deutschland. Ich habe sie nochmal grafisch dargestellt. Die Daten sind wirklich beeindruckend, denn man kann in den Sterbedaten die Pandemie überhaupt nicht erkennen. Es gibt in den vergangenen Jahren sogar teilweise mehr Tote im Winter, wahrscheinlich Grippewellen. Und man sieht hier sogar in manchen Jahren ähnlich viele Tote durch sommerliche Hitzewellen. Ist also alles nur ein Fake und gar nicht so schlimm, wie Samuel Eckert in seinem Video behauptet? Jetzt sind wir an der Stelle, die Professor Rieck exakt beschrieben hat. Wir können mit diesen Daten nicht unterscheiden, ob der Virus nicht existiert oder ob die Regierung alles richtig gemacht hat. Entweder man stoppt an dieser Stelle und sagt, alles ist halb so schlimm, wie Samuel Eckert, oder man schaut sich, wie Professor Rieck empfohlen hat, entsprechende Daten von anderen Staaten an. In Österreich werden wir nicht fündig. Ein Einfluss von Covid-19 lässt sich nicht erkennen. In den nächsten Ländern hingegen schon. Belgien, Italien und Spanien zeigen einen markanten Anstieg der wöchentlichen Todeszahlen. Und auch in Schweden liegt die Zahl der Toten deutlich über denen der anderen Jahre. Die Seite Euromomo zeigt die Zahl der wöchentlichen Verstorbenen einiger europäischer Staaten, vor allem im Nordwesten und Südwesten Europas. Wir hatten vorhin schon mal über die Sterblichkeitsrate von Covid-19 und die Abhängigkeit vom Alter gesprochen. In den Grafiken von Euromomo sieht man bei den Kindern überhaupt keine Zunahme der Todesfälle in diesem Jahr. Bereits bei den 15- bis 44-Jährigen hingegen sieht man einen Anstieg der Todesfälle von normalerweise 1100
auf in der Spitze 1500 wöchentlich, plus 36%. Noch deutlicher fällt der Anstieg bei den noch älteren Menschen aus. 45 bis 64, 33%. 65 bis 74 Jahre, 46%. 75 bis 84 Jahre, 68%. 85 und älter, 65%. Wobei natürlich hier nichts über die Todesursache ausgesagt wird. Aber dass die Zahl der Autounfälle oder Morde oder Herzversagen so drastisch angestiegen ist, erscheint eher unwahrscheinlich. Aus dem bisher Gesagten wird klar, dass wir noch einige Zeit mit dem Virus auskommen müssen und dass wir geeignete Maßnahmen ergreifen müssen, um die Erkrankung durch den Virus beherrschen zu können. Derer gibt es viele. Einige muss der Staat anordnen, andere können die Bürger freiwillig selber machen. Bislang war Deutschland im Bekämpfen der Seuche recht erfolgreich. Das hat natürlich auch Nachteile, denn die Menschen sehen, dass alles gar nicht so schlimm ist, wie es als Bedrohung an die Wand gemalt wird und sind mit den Einschränkungen unzufrieden. Es wird auch in Presse und Fernsehen oft von Kontaktsperre oder Ausgangssperre geredet. Eine Ausgangssperre hat es in Deutschland bisher noch nicht gegeben. Jeder darf nach draußen, sei es zum Einkaufen oder zu Spaziergängen oder sportlichen Betätigungen an der frischen Luft. Andere Staaten haben das deutlich rigoroser gehandhabt und mit zum Teil wirkliche Ausgangssperren verhängt. Kontaktsperren gibt es auch nicht. Jeder darf mit jedem Kontakt haben, solange ein gewisser Abstand nicht unterschritten wird. Internet und Telefon sind selbstverständlich so oft nutzbar, wie man möchte. Kontaktsperren gibt es vielleicht für Schwerverbrecher oder Terroristen, die in Gefängnissen einsetzen. Denen ist dann auch das Internet oder die Nutzung von Mobiltelefonen untersagt. Kontaktbeschränkungen und Abstand halten sind die einzigen Möglichkeiten, die Menschen haben, die Krankheit in Schach zu halten. Es ist aber ein Balancieren auf des Messers Schneide. Werden keine Beschränkungen auferlegt, sterben viele Menschen und das Gesundheitssystem kollabiert. Werden zu viele Beschränkungen auferlegt, geht jedoch die Wirtschaft den Bach hinunter. Bereits jetzt ist die deutsche Wirtschaft in ihrer schwierigsten Situation seit Ende des Zweiten Weltkrieges. Und die deutsche Wirtschaft ist noch recht gut aufgestellt. Viele Entwicklungs- und Schwellenländer werden ihre Schulden nicht mehr bedienen können. Es wird zu Zusammenbrüchen von Ökonomien kommen, die sich auch auf das globale Finanzsystem auswirken können. Wie lange dauert es eigentlich noch? Die oben schon erwähnte Herdenimmunität ist erreicht, wenn 75% der Menschen immun sind. Da wir noch keinen Impfstoff haben, ist das also derzeit nur zu erreichen, indem diese Zahl der Menschen diese Immunität durch das Überstehen der Krankheit bekommen. In Deutschland sind das 60 Millionen Menschen. Bisher wurden in Deutschland am 27.06. fast 200.000 Menschen infiziert. Davon sind 176.000 genesen. Nimmt man eine gewisse Dunkelziffer an, weil etliche Menschen keine oder nur geringe Symptome zeigen, so sind mehr Personen infiziert. Greifen wir mal sehr hoch, dann sind es vielleicht beispielsweise 1 Million Menschen, die in den vergangenen 4 Monaten in Deutschland erkrankt sind. Wahrscheinlich ist die Zahl geringer, aber das ist nur mal als Rechenbeispiel zu verstehen. Rechnet man diese Zahl auf ein Jahr hoch, dann sind es 3 Millionen im Jahr. Es würde also 20 Jahre dauern, die Herdenimmunität zu erreichen. Da wir jetzt aber vorsichtiger mit unseren Kontakten und mit großen öffentlichen Veranstaltungen sind, dauert es noch deutlich länger. So lange kann aber keine Wirtschaft der Welt strikte Lockdowns und Kontakteinschränkungen durchhalten. Die einzige Möglichkeit besteht darin, die Impfstoffe so rasch wie möglich zu entwickeln und zu testen. Vielleicht läuft sich die Infektion aber auch von selber tot, wie es schließlich auch vor 100 Jahren mit der spanischen Grippe geschah. An dieser Stelle noch eine Abbildung der Wellen, der Infektionswellen der spanischen Grippe im Vergleich zu der Welle, die wir jetzt gesehen haben von Covid-19. An dieser Stelle möchte ich auch allen denen danken, die anderen Menschen helfen, sei es in der Pflege, in der Krankenversorgung, bei der Bereitstellung von Energie, Wasser und Lebensmitteln. Teilweise arbeiten sie unter erschwerten Bedingungen, beispielsweise in Krankenhäusern, Lebensmittelbetrieben oder bei der Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung. Teilweise verzichten sie auf Urlaub und Wochenende, um Medikamente und Impfstoffe so schnell wie möglich zu entwickeln. Teilweise können sie nicht so arbeiten wie gewohnt, weil sie in Homeoffice neben der Arbeit auch noch Kinder zu betreuen haben. Teilweise verlieren sie Arbeit und Wohnung, weil die Wirtschaft da niederliegt. Die Menschheit als Ganzes muss durch dieses Tal der Tränen. Der Weg wird noch ein weiter sein. Danach wird für viele vieles anders sein als zuvor. Bleibt gesund und tapfer.
Die Zeiten sind hart, für manche mehr, für andere weniger. Danke für eure Aufmerksamkeit und auf Wiedersehen.